Vielleicht ist ja der ein oder andere gerade auf der Suche nach einem neuen Mikrofon und vielleicht ist es ja genau dieses. Es gibt noch andere Möglichkeiten, dass eure Tracks noch öfter bzw. noch größer werden. Ich werde mich jetzt nicht einloggen, weil, wie gesagt, die Seite nutze ich nicht mehr. Jetzt kommen wir zur absoluten Top-Internetseite, wo ich jedes Mal meine Tracks hochlade und zum Download anbiete bzw. promote, verlinke und so weiter. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein schmackhaftiges Video und zwar zeige ich euch, wie ihr eure Tracks, Mixe und Remixe besser promoten könnt. Das heißt, mehr Reichweite generieren, mehr Follower bekommen, mehr Downloads bekommen. Das zeige ich euch heute in diesem Video. Bevor wir jetzt aber starten, muss ich wieder zwei Sachen loswerden. Und zwar, erstens Streaming. Die einen oder anderen haben es ja mitbekommen, ich streame zurzeit fast regelmäßig. Also ich versuche jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu streamen. Wir machen ein bisschen Mucke und ich gehe ein bisschen auf eure Fragen ein. Falls ihr das nicht verpassen wollt, gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr den nächsten Stream nicht. Nummer zwei, Leute, ihr kennt ja mittlerweile meinen Zweit-Account, was früher mein Main-Account war. Und zwar DJ Dominguez. Hier dieser Kanal findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, wenn wir die 500 Abos hier voll machen. Es fehlen genau noch 4 Abonnenten. Das heißt, schaut gerne mal vorbei und gebt mir ein bisschen Liebe. Und das Letzte ist, was ich noch kurz loswerden will. Ich wollte eigentlich über dieses Schätzchen hier ein kleines Video drehen. Ihr kennt es, glaube ich, schon. Ich habe dazu, glaube ich, schon mal ein Unboxing gemacht. Und zwar habe ich dieses Mikrofon mit meinen ersten YouTube-Einnahmen mir kaufen können. Und ich wollte eigentlich ein Video drehen, wo ich dieses Mikrofon, wo ich jetzt meine ganzen Tutorials und so abdrehe, beziehungsweise wo ich dauernd reinspreche, mit diesem Mikrofon ersetzen. Hat irgendwie nicht so geklappt. Ich habe es zwar fast fertig abgedreht, das Video, bloß ich hatte dann irgendwie bei den Aufnahmen ein paar Soundprobleme. Deswegen muss ich das erst noch beheben. Dazu kommt auf jeden Fall noch ein schmackhaftiges Video. Seid gespannt. Vielleicht ist ja der ein oder andere gerade auf der Suche nach einem neuen Mikrofon. Und vielleicht ist es ja genau dieses. Deswegen wartet noch ein bisschen, Leute. Kommt auf jeden Fall ein Video dazu. Genau. Heute, wie gesagt, geht es um Promotion. Was heißt Promotion? Ich will euch zeigen, wie ihr eure Remixe, Tracks und Mixe promoten könnt, eure Reichweite erweitern könnt, mehr Likes bekommt, mehr Follower bekommt, mehr Downloads bekommt. Es gibt da ein paar Möglichkeiten, die ich in den letzten 1,5-2 Jahren rausgefunden habe. Und zwar, ihr wisst, ich bin ja auf Soundcloud und meine ganzen Tracks und Remixe sind ja auf Soundcloud. Kurz zur Info, wer Soundcloud nutzt und nicht dafür bezahlt, also es gibt ja so ein Abo-Modell, ich benutze das kostenlose Soundcloud-Profil, dann könnt ihr, Moment, ich muss nochmal nachschauen, dann könnt ihr kostenlos 180 Minuten Musikdateien hochladen. Das heißt, wenn ihr jetzt über 180 Minuten kommen solltet, kann dieser Track nicht hochgeladen werden, außer ihr macht dieses Abo-Modell, worauf ich aber irgendwie keinen Bock habe. Deswegen mache ich es immer so, ich hau halt dann mal wieder einen Mix raus und ersetze den durch einen neuen, dass ich halt immer wieder die 180 Minuten voll bekomme. Deswegen nur kurzer Tipp am Rande, Leute. Ich zeige euch, wie gesagt, heute mal ein paar Internetseiten, wo ihr eure Tracks, wie gesagt, promoten könnt. Ist ziemlich simpel, sehr, sehr hilfreich. Und hat mir auch sehr, sehr viel schon gebracht. Ich würde sagen, Leute, wir switchen an dem PC. Obwohl, ich sitze ja schon vor dem PC. Wir switchen jetzt an den Bildschirm, beziehungsweise ihr bekommt jetzt eine Bildschirmaufnahme. Und dann zeige ich euch ein paar Seiten, wo ihr eure Tracks, Mixe und Remixe promoten könnt. So, Leute, fangen wir an mit Soundcloud. Ich glaube, die Seite kennt jetzt schon jeder oder sollte jeder kennen. Soundcloud ist halt eine Plattform, wo man seine Musik hochladen kann. Man kann sie über Soundcloud auch kostenlos zum Download anbieten, was ich aber keinen empfehlen kann. Damit könnt ihr zwar auch Reichweite gewinnen, beziehungsweise Likes gewinnen und so weiter, aber es gibt noch andere Möglichkeiten, dass eure Tracks noch öfter, beziehungsweise noch größer werden. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel jetzt hier auf meinen, kurze Werbung, auf meinem Soundcloud-Profil drauf seid, sagt man das so? Oder wenn ihr auf meinem Soundcloud Sprachenlernen Bubble Profil vorbeischaut, dann seht ihr hier zum Beispiel einen neuen Mix, hier einen Remix, hier wieder einen Mix, hier unten zum Beispiel Sample Packs, Vocal Pack. Wer sich dafür interessiert, gerne vorbeischauen, ich verlinke es euch unten mal, könnt ihr euch gerne mal gönnen.
Genau. Die erste Seite, die ich euch zeigen will, ist Pump Your Sound. Das war die allererste Internetseite, wo ich meine Tracks promoted habe. Und zwar, ich werde mich jetzt nicht einloggen, weil, wie gesagt, die Seite nutze ich nicht mehr. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, ich packe euch die ganzen Links unten in die Videobeschreibung. Wenn man mal nach unten schaut, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber hier steht aktive Benutzer 1.290.000. Fangates sind, glaube ich, Profile 71.000, also über 71.000. Gesamtanzahl der Downloads ist schon sehr saftig, über 8 Millionen. Und Reichweite von Repost sind 10 Millionen. 10 Millionen Reposts auf dieser Seite. Und Pump Your Sound ist nicht die einzige Seite, wo man promoten kann. Auf jeden Fall sehr, sehr geil, habe ich damals gemacht. Finde ich aber jetzt nicht mehr so cool, weil ich habe noch eine Seite gefunden, die geht noch schneller und ist simpler aufgebaut. Ihr könnt euch anmelden, ihr könnt euch oder ihr müsst euch mit Soundcloud registrieren, damit ihr auch auf Soundcloud diesen Track, Mix oder Remix zum Download anbieten könnt. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen tricky an, ist aber total simpel. So, ich habe schon wieder Schnupfen. Ich bin irgendwie noch nicht ganz gesund. Aber Freunde, jetzt schauen wir uns die zweite Seite an, und zwar ist es Hype Edit. So sieht das Ganze aus. Bei mir übersetzt Google Chrome schon automatisch die Seite. Ihr könnt hier oben rechts auf Einloggen gehen, könnt euch hier mit Soundcloud einloggen, mit Facebook einloggen oder mit einer E-Mail-Adresse anmelden und könnt hier auch zum Beispiel die Top 100 Downloads auf dieser Plattform anschauen. Okay, was geht jetzt ab? Hier findet ihr zum Beispiel etliche Tracks zum Download bzw. zum Anhören. Und hier seht ihr schon alle Soundcloud-Tracks, also alles Tracks, die auf Soundcloud angeboten werden. Und jetzt hat, ich weiß, die ersten zwei Seiten waren jetzt nicht spektakulär, weil ich mich halt nicht angemeldet habe. Jetzt kommen wir zur absoluten Top-Internetseite, wo ich jedes Mal meine Tracks hochlade und zum Download anbiete, beziehungsweise promote, verlinke und so weiter. Und zwar ist es The Artist Union. So sieht die Seite aus. Ich habe mich jetzt schon mal angemeldet mit meinem Soundcloud-Profil. Wir können mal hier auf Dashboard gehen und man sieht hier zum Beispiel hier der Mix. Und zwar ist es der hier. Dann habe ich hier den Marshmallow-Remix. Das ist dann der hier, also ihr seht, ich habe meine ganzen Mixe, Remixe und so weiter hier drin promoted. Und zwar, wie das Ganze funktioniert, muss ich mal schauen, ob ich das machen kann. Ihr müsst auf Uploads gehen, haut einen Track rein, gibt irgendeinen Titel ein und ladet das hoch. Und dann könnt ihr auf Add Music gehen, Import from Soundcloud, das heißt, ihr müsst natürlich euer Soundcloud-Profil mit dieser Seite verknüpfen, könnt hier drauf gehen und hier werden die ganzen Tracks angezeigt oder Remixe und Mixe angezeigt, die ihr auf eurem Soundcloud-Profil habt. Ich drücke zum Beispiel den hier an, den habe ich schon mal promoted, drücke auf Import Select und dann lädt er das Ganze hier nochmal hoch auf dieser Plattform. Und dann kommen wir zu den wichtigsten Einstellungen. Und zwar habt ihr hier Follow, das heißt, die Leute, die den Track runterladen wollen, müssen euch auf dieser Plattform folgen. Klar können sie im Endeffekt nach dem Download wieder alles deabonnieren. Aber ich finde es ziemlich geil. Also das heißt, die Leute, die meinen Track oder Remix downloaden wollen, müssen mir hier folgen. Meine Social Media Links, das heißt Facebook Page, müssen sie liken. Ihr könnt zum Beispiel noch eine Facebook Seite hinzufügen, also zwei Facebook Seiten könnt ihr angeben, wo die Zuschauer einen Like da lassen müssen. Hier könnt ihr Spotify noch hinzufügen, habe ich aber noch nicht gemacht. Und hier könnt ihr eure YouTube Channels noch angeben, was ich sehr, sehr geil finde. Hier zum Beispiel auch Limit 4 Stück, das heißt, wenn ihr 4 YouTube Channels habt oder vielleicht euer Kumpel, der auch Musik macht, auch einen YouTube Channel hat und ihr wollt ihn mitsupporten mit eurem Track, könnt ihr hier auch nochmal den Channel eingeben und dann könnt ihr hier auf Publish One Track und dann, ich mache es jetzt nicht mehr, weil ich habe den Track ja schon hochgeladen, dann bekommt ihr einen Link und ich kann euch das jetzt mal kurz zeigen. Dann geht ihr hier auf Soundcloud wieder, ich gehe jetzt mal hier kurz auf Edit, das heißt bearbeiten, und packe hier in die Description, also in die Beschreibung, den Download-Link rein. Und wenn ihr auf Metadata geht, könnt ihr hier einen Buy-Link, beziehungsweise hier steht Buy-Link, und hier fügt ihr diesen Publish-Link, ich kann euch das auch nochmal kurz zeigen, Dashboard, sieht dann so aus, und dann findet ihr hier
sehen aus wie so Ketten. Drückt dann hier auf diese Kette oder was es ist, kommt ihr dann weiter hier zum Download, kopiert ihr diesen Link raus und fügt den hier rein. Geht dann einfach auf Save Changes, das heißt einfach speichern und könnt die Seite dann neu laden. Zack, findet ihr hier unten einen Buy-Link, das heißt, wenn wir jetzt mal da draufklicken, kommen wir genau auf der Artist Union Free Download und wenn wir jetzt hier mal draufklicken, also ich werde natürlich nicht jetzt selber den Track runterladen, seht ihr, was der Zuschauer machen muss. Reposten, kommentieren, folgen, folgen auf Artist Union, also auf dieser Plattform, Instagram, YouTube, nochmal YouTube und YouTube-Channel von der Plattform. Genau, und da müsst ihr euch mit YouTube connecten, mit Soundcloud connecten und mit Instagram connecten. So Leute, das war's wieder von diesem Video. Mein Akku ist jetzt auch schon wieder leer. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen wieder ein bisschen helfen. Ich packe euch alle Links, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, beziehungsweise alle Seiten, die ich euch hier gezeigt habe, unten in die Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, gerne wieder einen knackigen Daumen nach oben geben. Vergesst nicht, Glocke zu aktivieren. So Leute, der Akku von meiner Kamera hat sich gerade verabschiedet. Ich wollte nochmal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Abonniert meinen Kanal. Wie gesagt, ich werde jetzt aktiv und regelmäßig streamen, deswegen schaut gerne vorbei, würde mich freuen, bisschen mit euch zu quatschen. Alle Links zu diesen Internetseiten packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.